Hey Leute, heute habe ich mal was richtig Exquisites für euch. Und zwar etwas, was viel älter ist als die meisten von euch. Ich zeige es euch einmal kurz und dann würde ich direkt sagen, nach dem Intro geht's los. Ja, liebe Leute, das Ding habe ich freundlicherweise von einem Kollegen zur Verfügung gestellt bekommen. Der sammelt die Dinger zum einen und zum anderen restauriert er die Dinger auch. Und wenn ihr so ein Ding mal von ihm haben wollt, guckt einfach mal auf eBay, da verlinke ich euch unten den seinen Shop und da könnt ihr da auf jeden Fall echt klasse Dinger mit Sicherheit erstehen. Kommen wir einfach mal zum Dingen selbst. Also, der Game Boy ist 1989, glaube ich, in Japan erschienen und 1990 in Deutschland oder Europa. Und das Ding ist von 1990, sprich, jetzt haben wir 2016. Das Ding ist also locker flockig 26 Jahre alt. Geliefert wurde der Game Boy an sich immer mit Tetris, deswegen ist Tetris auch heute noch das meistverkaufte Spiel, was es überhaupt gibt. Krasser Scheiß. Und 10 Jahre lang hat der Game Boy den Markt der Videospiele, also der portablen Videospiele, dominiert. Also, von vorne auf jeden Fall Future Shit, würde ich sagen, mit diesen krassen Händen. Gucken wir einmal kurz die Rückseite an, was denn früher so alles so mitgeliefert wurde, sehen wir natürlich gleich. So, was haben wir denn hier? Das tragbare Videospielsystem. Spielen überall und jederzeit mit Game Boy, dem brandaktuellen, kompletten Videospielsystem. Auswechselbare Spielekassetten, das ist ja auch so ein Ding, das stirbt heute aus. Eine leistungsstarke CPU-Zentraleinheit und Mikroprozessoren sorgen für vielseitige, fortlaufende Hintergründe, hunderte von Bildern und spannendes Spielerlebnis. Übrigens, das ganze Bild ist monochrom, sprich einfarbig. Ja, das war früher geil. Gleichzeitige Video-Action für Spielerwettkämpfe. Für den direkten Wettbewerb untereinander gibt es für viele Gameboy-Spiele das praktische Game-Link-Dialog-Kabel. Ohne Scheiß, Bluetooth gab's damals nicht. Nochmal kurz von der Seite. Das Gameboy-System bietet eine tolle Sammlung exklusiver, auswechselbarer Nintendo-Spielkassetten. Quicks kenne ich ehrlich gesagt nicht. Tennis kennt jeder. Und Golf, Mario Golf, kennt auch jeder. Gucken wir einfach mal die andere Seite. Und das ist ebenfalls ein echt krasser Klassiker. Super Mario Land. Da war zwar der Nintendo Club noch groß geschrieben. Heute gibt es den schon gar nicht mehr. Und hier haben wir noch ein bisschen Zubehör. Das ist natürlich nicht dabei. Egal. Schauen wir einfach mal in die Verpackung. So. Wie gesagt, das ist die Originalverpackung im super Zustand. Ja, wir haben gesehen, hier gibt es keine Kratzer. Gut, hier ist so eine kleine Macke drin, aber ansonsten immerhin 26 Jahre alt, dafür in einem echt respektablen Zustand. Und dementsprechend vorsichtig werde ich auch damit umgehen. Nintendo Club. Ja, wie früher, also eigentlich noch vor einigen Jahren, gab es immer in den Videospielen für Wii und Wii U einen Code und da konnte man sich dann anmelden und man konnte gewisse Prämien ergattern. Also Club Nintendo, damals ein richtig großes Ding. Was bot einem denn wohl der Nintendo Club? Detaillierte Spielebesprechungen, brandheiße Tipps, Insider-Tricks für Gameboy und NES-Spiele mit einer Vorschau für neue Spiele und Zubehör, mit einer aktuellen Liste, also eine Hitlist für Gameboy und NES-Spiele. Ah, sehr witzig, man hat eine Highscore-Tabelle in den Briefkasten bekommen. Ja, Internet gab es damals nicht. Kostenlose telefonische Spieleberatung, nur für Mitglieder. Ja, wenn du kein Internet hast, ist das so. Ja, und dann gab es natürlich noch dieses Club Nintendo Heft. Richtig krass cool. Wie meldet man sich denn wohl im Club Nintendo an, wenn man kein Internet hat? Genau, per Postkarte. Und zwar damals noch in Groß-Ostheim. Heute schon geschlossen, wenn ich mich nicht vertue. Das Ding also ausschneiden, ausfüllen und absenden. Richtig cool. War ein Porto frei? Gebühr bezahlt Empfänger. Ja, was für ein Luxus. Auf beiseite. Relativ wenig Klopapier. Wenn Sie die Spielkassette... Ja, ja, gut, das kennen wir. Die Bedienungsanleitung. Da werfen wir mal kurz einen Blick rein. Sogar mit Bildern in Farbe. Wie das genau aussieht, das gucken wir jetzt gleich mal. Ja, cool. So eine Anleitung für Tetris. Also wer braucht denn das? Tetris kennt ja echt jedes Schwein. Aber trotzdem wollen wir mal kurz reingucken, wie denn Tetris funktioniert. Stimmt. Tatsache. Ja, Tatsache. Ein
eine Anleitung für Tetris. Oh, er hat sogar Batterien mit dabei gebracht. Sind die noch echt? Nein, die sind bis 2020. Die sind leider nicht original, aber auf jeden Fall dabei. Fangen wir einfach mal an mit dem Spiel. Tetris. Ja, das sieht auch gut gebraucht aus, aber früher waren Spiele so. Ja, hier sind die ganzen Konnektoren. Auf jeden Fall, das spielen wir gleich noch. Kopfhörer sind auch dabei. Die darf ich allerdings nicht auspacken, das hatte ich dem Kollegen versprochen. Die sind nämlich noch tatsächlich in der Originalverpackung. Und das soll auch so bleiben. Gut. Ich weiß nicht, ob man das auch... Ah ne, das können wir rausholen. Das sieht echt unbenutzt aus. Das ist das linke Kabel, weil früher gab es kein Bluetooth. Da musste man tatsächlich mit einem Kabel die beiden Geräte verbinden. Und dann konnte man miteinander zocken. Später gab es dann auch mal irgendwann Infrarot. So, Batterien. 4 Stück brauchen wir. Die sind dabei. Und die halten ewig. Glaubt's mir. Ja, dann zu guter Letzt bleibt eigentlich nur der Gameboy. Dann würde ich sagen, machen wir ihn einfach mal startklar. Die Folie sieht nicht mehr gut aus. Die ziehen wir auch einfach mal ab. Oh. Geiler Scheiß. Das Display ist in jedem Fall komplett ohne Kratzer. Moment, wir gucken mal ein bisschen. So, komplett ohne Kratzer. Früher brauchte man nur ein paar Tasten zum Spielen, nämlich A und B und das Steuerkreuz. Und damit kann man echt krasse Spiele spielen. Start, Select, gut. Hat man halt auch noch. Ansonsten keine Schultertasten. Da ist nicht viel dran. Gucken wir mal kurz von unten. Hier kommt der Kopfhörer rein. Lauter, leiser stellen. Das Ding ist für das. An dieser Seite kommt das Linkkabel rein. Und dann kann man ja mit seinem Kollegen spielen. Coole Sache. Ja, hier stellen wir noch den Kontrast ein. Und hier ist der Eingang für das Netzteil, was es als Zubehör gab oder gibt. Würde ich sagen, packen wir mal ein paar Batterien rein. Klappe zu. Na, Spiel rein. Jetzt ist das Ding startklar. Und damit das Spiel nicht rausrutscht, haben sich die Entwickler was Tolles einfallen lassen. Nämlich, wenn man es einschaltet, schiebt sich ein Riegel davor. Dann fällt es nicht mehr raus. So, dann würde ich sagen, starten wir das Spiel. Batterien sind voll. Krasser Shit. Der Kontrast. Geil. Kontrast kann man einstellen. Von super hell auf super dunkel. Und der Sound ist ja mal echt erhaben. Ja, spielen wir mal eine Runde Tetris. Ein Player. Habe ich ja Mist gebaut, ne? Man merkt schon, ich bin dämlich. Yeah! Ich lose hier total ab. Yeah! Oh no! Shit, geil! Ja, wie gesagt, super krasser Scheiß. Jetzt wisst ihr auch, wie so ein Gameboy aussah und womit man früher mal gespielt hat. Ich muss echt sagen, der Zustand vom Gerät selbst ist mal richtig geil. Also, wie gesagt, wenn ihr so ein Ding mal kaufen wollt oder haben wollt in so einem krassen Zustand, dann schaut auf jeden Fall mal bei meinem Kollegen auf eBay vorbei. Der restauriert und verkauft die Dinger da. Ja, genau. Ich würde sagen, das war's mit diesem Video und wir sehen uns garantiert beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!